Hey ho, hier ist wieder Alex von Apifels Filmecke. Ja, heute mit einem Review zu Rambo Last Blood. Man sieht, heute ein bisschen anderer Aufzug, hindert mich jetzt aber auch nicht dran. Ja, Rambo war 2008 der lang ersehnte Abschluss einer ziemlich legendären Filmreihe der 80er. Und eigentlich war damit auch alles gesagt, nur jetzt kam letztes Jahr Last Blood raus, der vermeintlich erstmal letzte Teil des Ganzen, der angeblich Rambo nochmal einen vernünftigen Abschluss bieten sollte. Fans durften natürlich skeptisch sein und allgemein, war das notwendig? Da müssen wir jetzt natürlich mal reingucken. Es geht mal wieder um John Rambo, gespielt von Sylvester Stallone, und ja, der lebt inzwischen zurückgezogen auf einer der Ranch seiner Eltern und ja, beschäftigt auch noch deren Haushälterin, die damalige Maria, und ja, hat auch inzwischen ein sehr gutes Verhältnis zu deren Enkelin, Gabrielle, gespielt von Yvette Monreal. Gabrielles Mutter ist an Krebs verstorben und die will jetzt ihren Vater kennenlernen. Der, gut, lebt halt noch in Mexiko. Und ja, sie dödelt da dann mit einer Freundin gegen das Anraten von ihrer Oma und von Rambo hin. Und naja gut, ihr Vater will nichts von ihr wissen. Ihre Freundin will sie in den Club bringen und ja, komm, feiern war schön. Stürze uns ein paar kurze runter, damit du dich besser fühlst und ich dich an Menschenhändler verkaufen kann. Ne? Gesagt, getan, und naja gut, Rambo fährt dann irgendwann halt nach Mexiko, weil logischerweise Gabrielle nicht wiederkommt, und kriegt ziemlich schnell mit, was da gelaufen ist, und na, machen wir es kurz, er möchte sie natürlich befreien und legt sich dann halt mit diesem Menschenhändlerkartell an. Ja, den Krieg, den Rambo hier wieder führt, ist natürlich auch wieder ein sehr modern angepasster. Ich meine, damals hatten wir die Rückkehr aus Vietnam, dann Afghanistan, Russland. Ne? Ich glaube, der vierte war in Borneo, irgendwo Südostasien auf jeden Fall. Naja gut, und hier jetzt ganz modern natürlich zu Hause und ja, Menschenhändler, Drogenkartelle, mexikanische Kartelle, gegen die führt er jetzt Krieg. Gut, passt sich immer ein bisschen der Moderne an. Ist ja auch ganz nett. Entscheidend ist hier jetzt erstmal die Frage natürlich, wie das von der Story her als Aufhänger jetzt ja, dem Charakter Rambo dient. Puh, und es ist schön, dass er sich zur Ruhe gesetzt hat. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, der vierte, ne, Rambo, war halt auch ein guter, ja, ein guter, passiger, ja, Endstand für den Charakter. Man hätte darüber diskutieren können, vielleicht wäre es zu sterben besser gewesen. Aber gut, ne, er hat ja auf jeden Fall hier irgendwo eigentlich seinen Frieden geschlossen. Und so sehen wir das hier auch am Anfang. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, dass der jetzt wieder aufgebrochen wird, ist schon etwas forciert. Forciert halt auch deshalb, weil das Gabrielles Freundin sie denn an Menschenhändler verkauft, um Geld zu machen. Ja, man sollte seine Feinde teilweise mehr halten als seine Freunde. Manchmal hat man das automatisch schon. Es wirkt halt alles etwas konstruiert, damit Rambo hier nochmal ein großes Finale kriegt. Für den Charakter war das tatsächlich eigentlich nicht notwendig. Deswegen haben ja auch manche hier gesagt, und ich bin ehrlich, das Ganze ist hier noch ein weiterer Cash-Grab, weil ich denke mal, Sylvester Stallone auch gemerkt hat, gerade durch die Rocky Balboa und dann die Creed-Spin-Offs, dass er halt mit diesen alten Franchises noch ordentlich was reißen kann. Da, ne, bei Creed, ne, Rocky als in der Mentorrolle hier, vollkommen in Ordnung. Dass Rambo hier jetzt selber wieder der Aktivposten ist. Ja, wie gesagt, es reißt den Charakter aus seinem wohlverdienten Frieden raus, zeigt, dass der Krieg ewig weitergeht, ne, und so viel spoiler ich zum Ende mal, dass er auch ewig weitergehen wird. Wie gesagt, es bringt halt für den Charakter herzlich wenig, muss ich hier sagen, und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil der erste ist wirklich ein Stück Charakterfilm. Die anderen sind dann eher actionorientiert, aber wie gesagt, man hat trotzdem am Ende einen guten Schlusspunkt gefunden, den man hier wieder mit aufgebrochen hat und ja, jetzt weniger befriedigend zu Ende führt. Einer der größten Kritikpunkte sonst an dem Film war ja vor allen Dingen auch, dass er ja rassistisch ist, sehr reaktionär ist und ja, eigentlich so wie die Rambos aus den 80ern, und also Rambo 2 und 3 vor allen Dingen, mit dem übertriebenen Gewaltgrad des vierten.
Und ja, das kann man definitiv nicht von der Hand weisen. Also der Rassismus, wir haben hier halt wirklich sehr Stereotype, die Mexikaner sind alle böse und, ne, außer die beiden, ja, die Rambo halt in seinem Haushalt damit hat, ist jetzt vom Bild nicht so optimal und in der heutigen Zeit wirkt es halt auch wirklich sehr rückständig. Kann man auch mal teilweise ein Auge zudrücken, weil ganz im Ernst, was war denn das in den 80ern? War das doch kein Deut anders. Da waren es die bösen Russen, die bösen Vietnamesen. Da bleibt ja der Teil, ne, Teilen der Reihe auch definitiv treu. Und gut, bewerten wir das jetzt einfach mal nicht über. Und dass das Ganze reaktionär ist und sehr klassische Rambo-Actioner, den die meisten halt mit Rambo verbinden. Puh. Ja, wie gesagt, es ist nicht unbedingt alles modern. Es ist sehr 80s-mäßig. Aber so ein Throwback kann ja auch mal ganz schön sein, zumal in anderen Bereichen 80er-Nostalgie auch komplett gefeiert wird. Ne? Von daher muss man das nicht mögen, aber ich sag's mal blöd, so Actionfilme in dieser Art haben wir teilweise viel zu selten und es ist halt wie The Expendables, bloß ohne den selbstironischen Ton. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein 80er-Throwback. Und da sind wir auch schon beim Punkt, ne? Die Action, die wird hier die meisten Leute natürlich interessieren. Wie ist die Action? Und na, der Film ist gar nicht unbedingt so actionreich über die ganze Zeit hinweg. Ne? Rambo kommt dann erstmal nach Mexiko, nun muss er erstmal an Informationen kommen, was dann teilweise auch mit ein bisschen Folter einhergeht und ne, wirklich etwas Oldschool-Methoden, nennen wir das mal so. Aber dann, wie gesagt, gerade gegen Ende wird da ordentlich geballert und gerade der Showdown, ne, denn unten auf der Farm im Kellergewölbe, nenne ich es mal, ja, ist nicht überragend inszeniert, ne, mit super spektakulären Action-Szenen, aber es ist ein cooles Katz-und-Maus-Spiel, ne, das halt wirklich, ja, ein bisschen daran erinnert, dass Rambo im Verborgenen agiert, ne, und seine Feinde dann wirklich raushaut mit Fallen, mit Äxten, mit Messern, mit vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Gewalt. Und das muss man klar sagen, wer hier wirklich das 80er-Jahre-Action-Kino für seine, ja, ich sag mal, Robustheit, ne, dass es sehr drastisch ist und nicht sehr geschönt, wer das mag, der wird hier definitiv auf seine Kosten kommen. Vor allen Dingen auch Splatter-Fans, weil hier geht es ordentlich zur Sache. Und jetzt den Gewaltgrad eines Actionfilms zu kritisieren, ja, es geht hier wirklich drastisch zur Sache und auch durchaus, ja, ich sag mal, sehr selbstzweckhaft, aber sind wir auch ganz ehrlich, andere Filme wie The Raid, The Raid 2, ne, John Wick, die werden ja auch trotz ihres hohen Gewaltgrades gefeiert und klar sind die wesentlich besser inszeniert von der Action und ne, bieten auch mehr Wow-Faktor, aber wo ist jetzt das Problem, wenn Rambo Last Blood auch ein bisschen, ich sag mal, über die Stränge schlägt? Klar, wer seine Action sauber mag, der wird hier wirklich geschockt sein. Wer etwas saftigere Action mag, der kommt hier, wie gesagt, auf seine Kosten. Also auch definitiv Splatterfilm-Fans, weil es hier wirklich heftig zur Sache geht. Und das dem Film jetzt als Vorwurf zu bringen, als reiner Film an sich, finde ich es halt, ja, man kann sich auch anstellen. Wo ich den Kritikpunkt tatsächlich wieder nachvollziehen kann, ist in Hinsicht auf, ja, den Charakter und das, was eigentlich, ja, wo der Charakter eigentlich hin sollte. Und der Autor des Original Rambos hat ja auch schon gesagt, dass er sich schämt, dass sein Name damit drauf klatscht, dass das mit seiner Figur gemacht wird. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass sein Charakter, und der wurde vorher schon nicht immer gut behandelt, dass es hier wirklich eigentlich darum, nicht darum geht, dass wir hier einen brutalen Actionhelden haben, sondern wirklich einen gebrochenen Mann, der versucht, seinen Frieden zu finden. Und deswegen ja der erste Teil schlägt ja eine ganz andere Richtung als die anderen. Und dass das hier, nachdem das eigentlich im vierten, der übrigens nicht weniger gewalttätig war, an sich dann doch noch vom Charakter sehr passig zu Ende gebracht wurde, das passt halt hier so nicht mehr rein. Rambo ist die Kampfmaschine, er wird hier wieder als die Kampfmaschine dargestellt. Ja, er hat ein paar Gefühle, ja, er will eigentlich nur seinen Frieden haben, aber den kriegt er nicht, also Kravum wird weitergekämpft. Und ja, da es halt inszenatorisch zwar durchaus für Actionfans unterhaltsam ist, aber halt auch, ja, nicht, ich sag mal, an die Klasse von Rambo rankommt und auch hier diesen Character-Arc so ein bisschen ignoriert, kann ich da den Autor verstehen, dass der hier nicht so ein Fan von ist. Und naja, da haben wir halt auch das größte Problem mit des Films unterm Strich.
Ja, deswegen Rambo Last Blood ist so eine zweiseitige Medaille. Sieht man es als reinen Actionfilm? Klar, er ist nicht unbedingt spannend. Die Handlung ist teilweise etwas konstruiert. Aber wer hier Sylvester Stallone nochmals rabiaten Action-Rambo sehen möchte, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Splatter-Fans kommen gerade mit dem Finale auch auf ihre Kosten. Es geht hier hart zur Sache. Es geht hier oldschoolig wie in den 80ern zur Sache, was halt auch stereotype Feindbilder beinhaltet. Und ja, ich sag mal, wer sich damit ganz gut arrangieren kann und mal wieder einen richtigen Throwback in die Richtung haben möchte, der hat hier wirklich einen coolen Film, der Spaß macht. Nicht überragend ist, aber der Spaß macht. Sieht man es jetzt als Rambo Character Piece und als Abschluss des Franchises, wobei Stallone schon gesagt hat, ne, ist der Film erfolgreich? Hm, wer weiß, wobei so erfolgreich war er nicht, also vielleicht wird es dann doch der Abschluss geblieben sein. Als Abschluss ist es halt wirklich für den Charakter John Rambo unbefriedigend und ein Schritt zurück zu dem, was Rambo 2008 geleistet hat. Und deswegen kann man hier natürlich diese Zwiespalt auch sehen. Und ja, naja, dass er mit seiner Gewalttätigkeit und klassischen 80er-Jahre-Haltung bei vielen, beim modernen Publikum oft nicht mehr so ankommt, gut, das verwundert keinen. Und das in Kombination sorgt halt auch dafür, dass der Film so, ja, schlecht wegkommt. Deswegen ganz klare Sache, eine Empfehlung für Fans von 80er-Jahre-Action, die auch einen höheren Härtegrad haben wollen. Wer jetzt wirklich ein modernes Action-Kino erwartet, eins mit Wow-Faktor, super spektakulären Szenen, auch politisch korrekt, ja, gut, der ist hier vollkommen falsch und der wird sich hier auch dran stören. Ebenso wie Rambo-Fans, die ne, ein bisschen mehr auf den ersten eingehen und auf den Charakter-Arc, die werden hier auch nicht zufrieden sein. Und denen kann ich den Film auch nicht empfehlen. Ist halt wirklich sehr zwiegespalten. Ne? Fans von 80er-Action, klar. Aber gut, ich bin an der Stelle auch durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, meinen Kanal abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, Tschüss.